Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Livestream auf meinem Kanal Julian LP. Und zwar zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir haben im ersten Livestream Welt 1 und Welt 2 abgeschlossen. Und jetzt geht es weiter mit Welt 3 und Welt 4. Wir nehmen weiter Mario. Man könnte zwar alle Charaktere benutzen, aber ich will eigentlich Mario weiter verwenden, weil ich hier schon einige Leben habe. Wo das Spiel jetzt eigentlich ja nicht so schwer ist. Uns fehlt eine Starcoin in Sandkuchenwüste Eis. Die werde ich jetzt als allererstes holen. Jetzt bin ich klein natürlich. Nehmen wir mal ein Flughörnchen. Habe ich wohl nicht gespeichert. Mir war so, als hätte ich die geholt. Aber dann halt nochmal. So. Die war irgendwo oben. Ja, hier. So, jetzt würde ich gerne hier das Flughörnchen behalten. Hier gibt es allerdings die ein oder andere Sache zu beachten. Ja, völlig versagt. Aber egal. Okay, hier ist jetzt etwas komplexer. Na. Die Blöcke sind relativ hoch platziert. Ja. Hätten wir die mal eben geholt. Moin Leon, willkommen im Stream. Okay, alle Sternmünzen. So, es geht jetzt tatsächlich gleich weiter mit der ersten wichtigen Entscheidung für den Stream. Ne? Und zwar gibt's jetzt die Frage, in welcher Welt soll ich weitermachen? Von der Reihenfolge her wäre das Münzmeer Welt 3 und Eiswürfel, Eisfälle Welt 4. Jetzt ist die Frage an den Chat. Welche Welt soll ich machen? Soll ich nach Reihenfolge vorgehen oder nicht? Okay, dann nehme ich die Eiswelt. Ist eh egal, weil der Schwierigkeitsgrad ähnlich ist, natürlich. Also wenn man die Auswahl hat, gehe ich davon aus, dass das dann identisch ist. Okay. Sehen wir schon, was uns erwartet. Nämlich ein Geisterhaus unter anderem. Eiswürfel, Eisfälle 1. Drehsternhimmel. Okay. Boah, Scheiße. Boah.
So, wo sind hier die Star Coins? Da oben ist die erste. So, da ich kein Flughörnchen habe, ist das etwas tricky. Ist da vielleicht eins? Ah, das macht es natürlich einfach. Man wäre sogar auch ohne hingekommen da. Okay, was haben wir hier? Nichts Spannendes. Nein! Oh Gott. Was ein Fail direkt mal. Ich nehme an, das ist die zweite Starcoin. Oder? Nee, hier ist die zweite. Dann wird es wohl nur ein Secret sein. Ah, okay. Das wäre nur Weg Nummer 2, um an die Starcoin ranzukommen. Scheiße. Oh. Das ist lästig. Ich hätte gerne das One-Up. Ja. Ach. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich gleich tot. Ich sollte mich anstrengen. Okay, wieder ein Pilz. Und auch wieder ein Flughörnchen. Nein! Ah. Boah, was mache ich denn? Okay. Da ist hoffentlich nichts. Alter. Boah, diese Sterne sind echt die reinste Hölle. Ah ja. Okay, jetzt sollte ich schnell sein wahrscheinlich. Da ist die dritte Starcoin. Und da ist das Ziel. Jetzt gibt es erstmals diesen blauen Yoshi. Gucken wir uns mal an, was er für Fähigkeiten hat. In Eiswürfel Eisfälle 2. So, jetzt gucken wir gleich einmal, was der kann. Hier, man sieht schon. Der kann Blubberblasen machen. Also so, ja, Luftblasen, sagen wir. Hallo, Ember, willkommen im Stream. So, ach, die Viecher kann ich essen. Oder sie in diese, ja, in diese Luftblasen verwandeln. Und dann bekommt man ein Item eventuell sogar. Wenn man Glück hat. Glauben die, ich fall da runter oder was? Obwohl ich meine, dass ich sogar, ja, manchmal solche Fails hatte. Im ersten LP. Dazu. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Nee. Ja, blöd gelaufen. Eine. Irgendwie kommt mir das alles ein bisschen
merkwürdig vor, warum hier noch keine Starcoins sind. Ach, da oben. Na, muss ich da jetzt etwa... Nein, geh hoch. Ne, ich werfe ihn kurz weg. Das geht einfacher. Ja, es ist Nummer 2 sogar. Nein! Er hat mich umgebracht. Ja. Nein, ist jetzt dieser nervige Yoshi weg. Der hat nicht so viele Vorteile wie der... wie dieser Rosa, ne? Oder Pinke, oder wie auch immer. Ja. Hast du Mario Odyssey schon durch? Also ich bin gerade in der letzten Welt. Ich hab Mario Odyssey, ja? Aber durch habe ich es nicht. Also ich kann da bei der letzten Welt nicht helfen. Ach, ja klar, den Pilz verfehlt auch noch. Ah, dieser Level ist so scheußlich. Generell haben diese Eiswelten immer irgendwas Asoziales an sich. Jetzt kann ich hier nicht hin, oder was? Ja, geil. Ach, diese Viecher sind doch scheiße. Okay, dann hilft wohl nichts. Dann nehme ich hier diese Pi-Eichel. Mal gucken, ob die hilft. So, mit der kann man jetzt hier diesen unendlichen Boost ausführen. So, natürlich sollte man sich nicht treffen lassen. Dann ist sie ganz schnell wieder weg. Okay, komm. Oh. Sehr gut, okay. Eigentlich sollte ich lieber bei dem hier bleiben. Wenn ich schon habe. Nein, bloß nicht. Ja, genau. Alter, was eine Scheiße. Komm, geh weiter. Nein, nicht töten. Bitte nicht. Da kommt ja auch noch irgendwas. Okay. Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein! Ah. Dieser Level ist so eine Scheiße. Das ist unglaublich. Ich hab hier nichts, was irgendwie passt hier. Das ist nur für Toadette. Und Stern ist jetzt auch nicht das Beste. Ach, das ist doch... Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Level schon so ein großes Problem darstellt. Jetzt habe ich die zweite Star-Coin, ja egal. Muss ich eh noch die Coin holen. Hm. Das kann jetzt, ich kann jetzt auch nicht alle Items verschwenden. Ja, empfiehlt mir schon hier diesen Super-Assistenten oder was. Ich bin doch gegen diesen scheiß Block gesprungen. Nervt doch nicht, dieses... Scheiß. Ach, der Yoshi wäre wieder da. Ja, toll.
Brauche ich auch nicht. Oh, diese fetten Mistviecher. Okay, sehr gut. Diese Viecher, verpiss dich, Mann. Ja, klar. Aber hier ist eine neue. Boah, der Level ist so... Schissen. So, jetzt komm. Das muss ja wohl jetzt klappen. Muss irgendeinen von diesen Viechern erwischen. Okay. Yes. Endlich. Hätten wir den Level geschafft. Und dann geht es zum Tower jetzt schon. Eiswürfel, Eisfälle, Tower. Tanztee im Tauwetterturm. Okay, auch hier ist die Eisblume benötigt. Und diese fiesen Eiszapfen kommen ins Spiel. Ja, das ist jetzt Dummheit. Hallo, warum fällt er denn runter? Ich war doch überhaupt gar nicht in der Nähe. Das ist ein Beschiss wieder. Na, hier war nix, okay. Dann schnell. Oh, die fallen dann runter, wenn sie lustig sind, oder was? Ja, ein. Okay, scheinbar ja. Ich dachte, man muss sie auslösen. Ist das hier rutschig? Weiß ich gar nicht. Ah. Nee, auf dem Ding nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo in den Wänden, dass man da auf jeden Fall in dem Level gut. Was ist das schon wieder für ein Betrug? Man muss auf jeden Fall in dem Level gut aufpassen. In den Wänden sind manchmal Sachen. Das weiß ich noch. Okay. Hast du schon mal Pepsi Mango getrunken? Nee, tatsächlich noch nicht. Hört sich aber nach einer sehr interessanten Kombination an. Also das ist beides was, was ich gerne trinke. Muss ich also mal probieren. In Zukunft. So, jetzt hier an den Seiten muss man immer gut aufpassen. Ich glaube, da sind Sachen. Scheiße! Was wäre ich da brutal unter die Räder gekommen? Scheiße. Nein, da hätte jetzt auch was sein können. Oh, hier kann überall was sein. Okay. Nummer 2. Alles gut, nichts verpasst. Hast du die auch noch nicht getrunken? Hier! Yes. Okay, also sehr praktisch, dass ich das noch im Kopf hatte.
Oh, ich hasse diese Level, wo alles auf einen einprasselt. Okay, komm, komm, komm. Sammeln ein paar Knochen trocken. Nicht alle sterben. Ich will mir ein paar Leben machen. Ah, nee. Na, wo ist hier noch was? Ach, habt ihr bloß mal gesehen. Ja, gut. Klingt aber interessant. Vom Geschmack. Mit Sicherheit auch. So, jetzt kommt der Lappen. Bum, bum. Ah, der kann ja nix. So, was kriegt er diesmal für eine Fähigkeit? Er kann hochspringen, ja, ja. Ah, jetzt hat er mich immerhin mal getroffen. Hat er ja bei den letzten Malen nicht geschafft. Okay. Nein! Da lasse ich mich von dem Spasten töten. Unglaublich. Ja, so viel zum Thema, der kann nix. Ja. Echt kaum Items mehr. Es ist jetzt sehr kritisch zu behaupten, er seinen Lappen aber dann getötet werden. Ich war davon ausgegangen, eigentlich. Da er mich in den letzten Kämpfen auch nicht getroffen hat. Aber dieser Drehsprung macht ihn schon stärker. Ich glaube, man muss da etwas defensiver vorgehen. Und nicht sofort vollen Angriff machen. Oder mit der Feuerblume ihn killen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nein, nein, nein! Lauf, 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 lauf! Scheiße, tot. Wie kann man denn so dumm sein? Das ist unglaublich. Alter. Fast wäre ich wieder im Knochen trocken verreckt. Ja, genau. Egal, egal, egal. Solange ich die Starcoin habe. Meine Fresse! Dieser Tower ist auch schon wieder so dreckig. Ja, der Pilz ist irgendwo durchgefallen. Auch cool. Jetzt muss ich als Pilz gegen Pilz Mario gegen ihn kämpfen. Hm. Oh, oder gar nicht, wenn ich so weitermache. Und dann bin ich tot. Okay, jetzt muss ich alles geben. Damit ich nicht nochmal gegen Bum Bum faile. So. Wir lassen ihn mal ein bisschen angreifen. Okay. Ja, dieser Sprung macht ihn schon stärker. Und die Eisfläche ist halt auch besonders. Alter! Der hat schon wieder so unvermittelt angegriffen. Egal, tot. Das ist das Wichtigste. Einmal durfte er treffen.
Okay, hier tut sich wieder was beim Schloss. Oha. Ja. Jetzt sieht's ganz düster aus. Ja, speichern. Eiswürfel Eisfälle 3. Gletscher der Stachelgumbas. So, hier gibt es meines Wissens nach Yoshi. Ja, wie soll ich das dann auch schaffen? Die sind ja lustig. Insgesamt gibt es glücklicherweise viele Items in dem Spiel. Oh. Ja, da oben ist safe was. Oh, kann die mal da oben hin, hier Feuer spucken? Am besten auf dieses, Stachelding. Ja. Okay. Okay. Jetzt nicht schwer. Musste man ein bisschen rumtricksen mit der Piranha-Pflanze. So, eine Feuerblume. Ah ja, hier geht's rein. Dann ist hier Yoshi. Okay, oh, komm her, komm her. Man sollte Yoshi, glaube ich, haben. Das ist, glaube ich, erforderlich. So, hier hilft er auch enorm. Also, hier würde man außer einem Flughörnchen nicht hinkommen. Oder, ja, zu Starcoin hinkommen, vor allen Dingen. So, das Level könnte ich mal wieder ohne gekillt zu werden schaffen. Ja, doch. Ist relativ... Scheiße, Mann! Gib doch Yoshi her, Mann! Okay. Ich raste hier gleich aus, wenn diese Scheißviech da nicht... Alter. So ein Secret Exit gibt's hier, glaube ich, nicht. Okay. Das hat tatsächlich mal geklappt. Würde ich sagen, gehen wir weiter. So. Erstmal schnappe ich mir jetzt das Ding hier. Flughörnchen. Und jetzt die nächste Frage wäre... Zuerst das One-Up-Haus oder eines dieser Level. Nämlich, ja, wenn ich dahin dürfte. Wagenlift, Wagnis. Ja, okay. Erstmal kämpfe ich gegen den. Ja, entweder, die Frage ist entweder Pilzhaus oder Welt 4-5 oder Welt 4-4. Ja, das werde ich hier jetzt verkacken. Ja, klar. Die Viecher killen mich jedes Mal. Das ist... Okay. Hier wird
Na, dann nochmal gegen den. Das nächste Leben verlieren. Ah, ne. Jetzt habe ich es geschafft. Propellerpilz, okay. Den kriegt man eher selten, ne? Jetzt ist der Affe weg. Okay, was soll ich jetzt als nächstes machen? Pilzhaus. Den. Oder den. Okay, mache ich erstmal das hier. Ah, Scheiße. Ja, müsste plus sein. 5 Leben. Okay, dann Eiswürfel, Eisfälle 4, Wagenlift, Wagnis. Oha, solche Flughörnchen wieder. Aha. Okay. Soll ich die Eisblume nehmen? Dann werde ich das tun. Hat sicherlich Vorteile, wenn ich hier... Ah, ich gehe mal lieber von unten dagegen. Nicht das. Wieder irgendwas Schlimmes passiert. Okay. Nein, 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 nein! Dieses scheiß Flughörnchen, Drecksding da. Ja, er hat mich doch überhaupt nicht berührt. Oh, was ist das denn? Meine Fresse! Komme ich da nicht ran oder was? Ist doch unglaublich. Scheiße, ich komme noch nicht ran. Jetzt! Okay.
LP Ryan, hallo, dich gibt's auch noch. Mensch, das ist ja nett, dass du mal wieder vorbeischaust. Was geht denn bei dir noch so? Also machst du noch YouTube? Oh. Ich erinnere mich noch, als du ein kleines Kind warst. Ja. Ja, diese alten Zeiten. Mit abgefilmtem Bildschirm. Das war's noch. Du hast mir zuerst gefolgt. Ah, scheiße. Ja, ich glaube, ich hatte bei die Elgato in irgendeinem Stream oder so bei dir gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendwie, glaube ich, hatte ich da die Elgato-Software oder sowas gesehen. Und dann wollte ich mir die auch holen. Aber ja, auch andere große YouTuber nehmen ja damit auf. Das kann sein, dass ich zuerst gefolgt habe. Aha. War hier nicht irgendeine Starcoin? Ach hier. Warum hat er die denn nicht gespeichert? Okay, du machst keine Videos mehr. Na, schade. Let's Playen macht ja schon sehr viel Spaß. Auch, ist zwar manchmal auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Also, bei manchen Let's Plays zumindest. Es kommt da drauf an. Immer. Ja, ich war ja auch öfter inaktiv. Zum Beispiel. Ja, auch letztes Jahr vor. Vorm Ende des Jahres. Da habe ich dann ja wieder angefangen. So, dann Eiswürfel. Eisfälle 5. Eisgezapftes. Ich gehe auf ein Gymnasium in der Schweiz. Oh. Ja. Das ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen härter. Ja, hier ist es teilweise ja. Ich gehe auch aufs Gymnasium. Und ja. Ich glaube, viele stellen sich darunter auch was anderes vor. Zum Beispiel Hausaufgaben und sowas haben wir fast nie. Also auch vorher, vor dieser Corona-Zeit hatten wir sehr wenig Hausaufgaben und sowas. Ja. Also es scheint sich ein bisschen zu unterscheiden. Dann doch. Das heißt ja auch in der Schweiz, glaube ich. Naja. Das heißt ja auch, glaube ich, Matura oder so. Also nicht Abitur. Also der Abschluss. Ja, ich habe jetzt hier mir gerade die Starcoin, glaube ich, versaut.
Boah. Na egal. Das Gymnasium ist eine freiwillige Schule, die man nach der 8. oder 9. geht. Ah, okay. Bei uns ist das ab der 5. Also direkt die weiterführende Schule. Okay, das wusste ich alles noch gar nicht. Also, ich dachte jetzt, dass das so vergleichbar wäre. Aber nee. Ja, Bildung ist ja hier in Deutschland auch ein bisschen, naja. Ist ja mit diesen ganzen Bundesländern und so alles ziemlich problematisch, dass da immer alles so unterschiedlich ist. Und wie nennt man das dann, also ab der 5. Klasse? Oder ist das von der 1. bis zur 7. eine Schule? Und 20% aller Schweizer machen schlussendlich einen bestandenen Matura, also auch nicht viele. Also gut, ob das jetzt in Deutschland mehr sind, weiß ich nicht. Die Abitur machen. Ich verstehe nicht, wieso das Deutschland nicht hinkriegt. Ja. Also man bräuchte da, weiß nicht, die Digitalisierung ist ja auch relativ, ja, relativ schlecht, wenn man das mal so sagen darf. Die Computer haben da teilweise Windows 7. Oder, ja, früher auch noch schlechter. Ist das besser auch in der Schweiz? Oh, ich glaube, hier habe ich mir auch irgendwas versaut. War jetzt schon der Save Point? Boah. Moment, ich muss einmal zurück. Je nachdem, in welcher Stadt in Deutschland geboren ist, hat man einen alten oder neumodischen Unterrichtsstil, weil die Finanzierung der Schulen von... Ja. Keine Schule wird benachteiligt. Ja, das ist nämlich genau das Problem in Deutschland, dass es immer regional alles ist. Ja, wir sind sehr weit mit der Digitalisierung. Ja, gut. 95% aller Lektionen sind auf unseren persönlichen Laptops. Da können wir doch von träumen. Also, wir sind, glaube ich, so 20 Leute oder so in der Klasse. Oder 22 oder so. Und ich glaube, 2 oder 3 davon haben immer ihren Laptop in der Schule. Wie ist das im Moment bei euch mit den Schulen? Sind die da geschlossen oder offen? Hexagon.
Und wir haben so diese ganz großen modernen Samsung-Displays, damit die Lehrer auf seinem Laptop den Bildschirm die hätte. Gut, wir haben teilweise, das ist aber auch dann, glaube ich, das höchste, so digitale Whiteboards. Aber das ist dann auch das Höchste, also dass man da dann irgendwie drauf schreiben kann und Inhalte einblenden kann. Mehr ist da nicht drin, leider. Nein! Ah, oh, dieses. So, den brauche ich. Hey, ich bin. Betrug. Nur manchmal haben wir Beamer, je nachdem. Robert-Projektor gibt es auch, aber die benutzt niemand. Das ist zum Glück auch bei uns mittlerweile vorbei, diese Zeit. So schlimm ist es nicht. Also, wir haben auch Beamer in jedem Raum. Manchmal gibt es da natürlich auch irgendwie bei uns technische Probleme. Ja, dieser Server. Boah, also. So große Displays haben wir nur in manchen Räumen. Beamer zum Glück mittlerweile überall. Wie gesagt. Nein, das gibt's doch nicht. Ist die Auflösung besser als die Auflösung des Laptops? Ja. So kann's gehen. Ja, ist schon traurig, wie wenig investiert wird für sowas Wichtiges wie Bildung. Man könnte ja sicher auch das anders machen, aber auf die Idee kommt Deutschland ja nicht. Das ist die große Frage, ob ich diesen Level auch irgendwann schaffen werde. Probier es nochmal einmal ohne Item. Ja. Muss nicht. Aber hast du eine Nintendo Switch?
Okay, jetzt könnte ich den Level vielleicht mal schaffen, bitte. Geh durch! Ja. So, dann das Toadhaus. Ja, das kennen wir schon, das Spielchen. So. Ja, jetzt habe ich leider... Yes! Hat geklappt. Gab leider kurz Probleme mit dem einen Yoshi. Komm, 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 schnell! Yes. Geisterhaus. Eiswürfel, Eisfälle, Geisterhaus. P-Schalter, Paradies. Okay. Schnell. Was soll denn hier machen? Jetzt hier drunter durch. Yes. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ach, diese komischen Stangen. Die kennt man doch auch schon aus den beiden vorherigen Teilen. NSMB 2 und NSMB Wii. Okay, okay, okay. Schnell auf die andere Seite, komm, 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 komm. Dass da irgendwas ist. Weiß nicht, ob hier irgendwas gewesen sein soll. Und jetzt vielleicht der untere. Das ist das erste Geisterhaus im Spiel. Ne, hier war ich gerade. Sehr verwirrend. Ah, hier. Okay. Okay, was ist hier? Ah, Nummer 2. Ah, das war klar. Dass da irgendwas ist. Ah ja, da unten auch. Irgendwas auf der anderen Seite? Nee, komm, 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 geh da durch, geh da durch. Ach. Ach, hier, ach so, ich hab frei gemacht. Okay, 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 komm, ich weiß noch was. Okay, ich weiß noch was aus dem Level. Komm, hoch, 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 hoch. Yes. Ich glaube, das ist der Secret Exit, den es ja standardmäßig in jedem Geisterhaus gibt. Das Schöne wäre natürlich jetzt noch, wenn die Coin auch da ist. Scheiße! Gibt's doch nicht. Jetzt muss ich den Secret Exit nochmal machen. Ah, ist das ärgerlich.
Ja, das hier ist der Secret Exit dann wohl. Ja. Okay, dann gucke ich jetzt, welchen Exit ich jetzt hole. Aha, was ist das jetzt hier? Sonst holen wir das gleich am Ende des Parts noch. Beziehungsweise gleich eben den... nicht am Ende des Streams, sondern... Na, geh erstmal hier hin. Dann hätten wir das nämlich abgehakt. Eiswürfel, Eisfälle. Karl Ross Karambolage. Okay. Und, ja, okay, das Levelprinzip ist klar. Aha, hier ist eine Coin. Ein One-Up, den brauche ich nicht. Verpiss dich, Mann, Alter. Wie scheiße ist das Viech eigentlich? Oha. Okay, kann ich hier mit irgendwas anfangen? Ah, da oben. Ja, sieht doch sehr verdächtig aus. Da hätten wir Starcoin Nummer 3. Boah, diese Kisten sind so nervig. Hier geht's zu so einem Schienen und einer Knochenbahn. Okay. Die führt wahrscheinlich dann auch in irgendeine andere Welt. Ja, sieht so aus. Okay, ab ins Geisterhaus wieder. Eine Feuerblume? Ich muss mir allerdings auch bewusst darüber sein, dass der normale Ausgang natürlich Priorität hat, erstmal, damit ich das Castle spielen kann. Ja.
Okay. Okay, das Wichtigste ist, wie gesagt, jetzt der Normal Exit. Ja, den Secret schaffe ich eh nicht. Das habe ich gerade eh versagt. Was? Sogar das habe ich versagt. Sogar den normalen Exit verkackt. Nicht sterben, du Arsch! Alter, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade, er geht drauf. Okay. Dann hätten wir erstmal den normalen, das ist das Wichtigste. Ja gut, da komme ich nicht an diesen Drecksviechern vorbei, natürlich. Okay, komm. Ja. Sogar gegen die habe ich es geschafft. Hey, warum sind denn das Star Coins markiert gewesen? Was ist das denn für ein Mist? Also diese Umrisse. So, Wendys Steinblockfestung. Okay. Ich erinnere mich, dass sie ziemlich asozial ist. So. Wer die first strike, der ist schon nicht schlecht. Würde ich mal behaupten. Okay, bis jetzt läuft alles ganz gut. Ich wollte schon gerade da geradewegs in den Abgrund springen. Okay. Das ist nämlich das Problem. Diese kleinen dreckigen Viecher sind einfach nur schlimm. Okay. Ja, bis zum Checkpoint ist es einfach. Und jetzt kommt gleich so eine dreckige Starcoin, die Probleme macht, aber da. Okay. Hier rüber. Dann hier hoch. Was? Da ist gar nichts. So, dich entfernen wir mal ganz. Ach, Mann. Schwein. Ja, jetzt kommt die Starcoin, die ich meinte. Die erfordert eine Menge Fingerspitzengefühl. Okay. Komm. Yes, Mann. Läuft gut. Immer noch im First Try. Weil die Wendy, die ist eine Schlampe, da muss man aufpassen. Die ist eine ganz schlimme. Okay, bis jetzt wirklich bin ich sehr zufrieden. Gut. Das hier ist sehr offensichtlich. Hinter diesem Dödel
Ja, natürlich muss ich den Pilz noch versauen, damit ich auch schön klein zum Fight komme. Wenn ich überhaupt zum Fight komme, wenn ihr nicht noch... Der Drecksasi! Nein, der Drecksasi! Komm, lauf durch, lauf durch, lauf, 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 lauf! Okay. Es geht zum Fight im First Try. Allerdings wird es jetzt richtig, richtig gemein wahrscheinlich. Da ist schon ihre hässliche Fresse. Sie wird natürlich ihre Reifen wieder mit dabei haben. Diese Ringe. Ohrringe. Oder was auch immer das sein mögen. So. Frau Ballerina. Okay, womit kämpft sie? Sie kämpft so. Okay, ich werde das nicht schaffen. Das steht jetzt schon fest. Jetzt sollte ich Defense machen. Jetzt sollte ich eine defensive Taktik anstreben. Was ruft die denn? Wii U oder was? Klingt, als würde sie Wii U rufen. Okay, defensiv. Schön defensiv bleiben. Okay. Yes! First try, dieses scheiß Castle! Okay. Wenn ich da gestorben wäre noch. Wäre schon bitter gewesen. Die Cooperlinge sind ganz gut, muss man sagen, eigentlich. Die sind schon nicht sonderlich leicht. So. Jetzt geht's ab ins Geisterhaus nochmal. Und zwar die dritte Starcoin plus Secret. Ja, Secret Exit haben wir eigentlich schon, aber... dritte Starcoin eben nicht. Die ist nun mal beim... Secret Exit. Was gut ist, man hat mehrere... naja, mehrere Versuche, nur wenn man jetzt verkackt natürlich komplett. Aber in dem Fall... komm, 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 schnell! So, jetzt sollten wir schon da sein, eigentlich. Man weiß, wo es lang geht. Okay, jeden Gegentreffer in Kauf nehmen. Koste es, was es wolle. Komm, hoch, 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 hoch! Ja. Okay. Okay, jetzt warten. Und zwar jetzt ungefähr, los. Yes, sehr gut. Okay. 75 Leben. Und eine Schnapszahl noch. Tausend Dank für deine Hilfe. Nimm das hier. Ja. So, aufgrund der Länge des Streams würde ich sagen, dass wir eine Welt im Stream machen. Das reicht schon wieder, eigentlich.
Sonst würde ich hier 2,5 Stunden sitzen. Das ist auch ein bisschen blöd. Alle Sternmünzen der Eiswürfel-Eisfälle gesammelt. Wofür das wohl gut ist. Okay. Das im ersten Part war schon lange. So, ich würde sagen, das reicht. Die Welt 3 machen wir dann, also die eigentlich Welt 3 machen wir dann im nächsten Stream. Hier greife ich wieder den Flughörnchenpilz ab. Was ist denn hier? Was ist denn mit dem Wonderpaus? War das? Hatte ich das nicht schon besucht? Ich nehme es nochmal mit. Ein One-Up. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Vier. Fünf. Vier. Vier, glaube ich. Müssten es sein. Ja. Nicht schlecht. Okay, Leute, wenn euch der Stream gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Auch beim, auch vielleicht, falls ihr den Stream noch nicht gesehen habt, guckt es ja noch im Nachhinein. Schaut mal auf dem Discord vorbei, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns dann bei einem weiteren Stream wieder. Ciao, euer Julian LP.